Jo Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen. Ja, und ich sitze hier heute nicht alleine, sondern mit Vogelmann. Denn ich will eigentlich nicht alleine im Wald zelten, deswegen habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt. Und wir gehen heute dann zu zweit zelten. Wir haben schon Zeltsachen eingepackt. Ja, da hast du recht, Vogelmann. Wir haben nämlich schon ein Zelt besorgt. Das ist hier hinten drin. Und hier ist sogar auch schon ein Einweggrill. Und den benutzen wir dann, um ein bisschen was zu grillen. Das wird so nice. Aber wir haben noch nichts zu grillen, Doktor. Ja, da hast du recht. Und genau deswegen stehen wir jetzt auch vorm Einkaufsladen. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch direkt mal rein und kaufen ein bisschen Zeug ein, oder? Ich bleib hier. Hä, wie, du willst nicht mitkommen? Die Leute schauen mich immer so dumm an wegen meinem Gesicht. Ja, okay, das ist wirklich ein bisschen blöd. Dann würde ich sagen, ziehe ich jetzt meine Maske auf und gehe direkt mal alleine rein. Let's go. Okay, Freunde, gehen wir direkt mal rein und schauen, was wir mitnehmen. Hier ist bisher nur Gemüse und ich glaube, da hinten geht's zu dem Fleisch. Okay, dann schauen wir da direkt mal nach. Ja, genau, hier ist das Fleisch. Suchen wir uns hier mal irgendwas raus. Was könnte Vogelmann schmecken? Vielleicht hier solche Grillspieße? Ja, nehmen wir die direkt mal mit. So, let's go, hier. Und er hat auch gesagt, er mag Garnelen. Finden wir hier noch irgendwo welche? Hier vielleicht? Nee, aber hier. Ja, hier sind noch welche. Nehmen wir auch noch mal solche mit. Okay, dann haben wir schon mal zwei Sachen, die wir grillen können. Und jetzt holen wir noch irgendwelche Getränke oder so. Okay, ja, und hier sind wir auch schon bei den Getränken. Was mag Vogelmann denn? Vielleicht Capri-Sonne? Und hier gibt es noch irgendwelche Energies. Aber ich glaube, wir nehmen für ihn mal Apfelsaft mit. Let's go. Und ich würde sagen, ich suche mir ja auch noch was aus. Und dann sehen wir uns gleich im Auto wieder. Bis gleich. So, Vogelmann, schau mal, was ich uns Leckeres mitgebracht habe. Sieht lecker aus. Okay, ich steig erstmal ein. Okay, Tür zu. Und es wird so langsam auch schon dunkel. Ja, ich weiß, aber welchen Wald hast du dir überhaupt aufgesucht? Den Dunkelwald. Aber du weißt schon, dass der ein bisschen weiter von dir weg ist. Ich meine, wir könnten jeden beliebigen Wald nehmen. Ja, aber da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Da ist so ein Zeltplatz. Ja, okay, wenn du den kennst, dann hast du recht, ist vielleicht besser. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir da direkt mal hin. Let's go, Freunde. Okay, Freunde, wir sind angekommen. Und wir gehen jetzt direkt mal in den Wald, oder? Ja, würde ich sagen, ist die beste Idee. Wir schnappen jetzt das ganze Zeug und gehen zuerst mal in den Wald rein. Let's go. Okay, Freunde, wir sind jetzt im Wald. Ich weiß gar nicht, ob man sieht. Vogelmann, leuchte mal. Ja, hier geht's auf jeden Fall schon nach vorne. So, und ich würde sagen, hier schlagen wir irgendwo unser Zelt auf, oder? Wir müssen noch weiter. Ja, okay, ein Stückchen weiter gehen wir noch. Irgendwie noch nach da vorne, leuchte mal. Nach da. Ja, genau. Und du hast irgendwas von dem Zeltplatz gesprochen, oder? Ja, da laufen wir gerade hin. Okay, krass. Da schlagen wir dann unser Zelt auf. Okay, Vogelmann, aber jetzt müssten wir doch irgendwann mal da sein, oder? Ja, eigentlich müssten wir ihn schon sehen. Aber hier ist weit und breit kein Zeltplatz, das weißt du schon. Das ist komisch. Ich dachte, hier wäre einer. Wollen wir das Zelt dann vielleicht nicht einfach hier aufschlagen? Ich meine, das ist eine gerade Fläche, das glaube ich ganz gut. Ja, lass uns das machen. Okay, Freunde, weil Vogelmann sich jetzt irgendwie im Wald vertan hat, zelten wir jetzt direkt hier vor uns auf einer Fläche. Und ich würde sagen, wir legen hier jetzt erstmal alles ab. Let's go. Okay, legen wir das erstmal hier hin. Ist das okay? Ja, klar. Ja, okay. So, und unser Proviant hier hin. Und ich weiß gar nicht, wie man so ein Zelt so richtig aufbaut. Weißt du das? Nein, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen das zuerst mal auf. Ich habe das jetzt auch noch nicht so oft benutzt. Okay, so, hier. Auf jeden Fall ist hier ein Reißverschluss dran. Okay, machen wir den mal auf. Und hier ist das Zelt drin. Und wow, ich glaube, das ist so ein Wurfzelt, oder? Das heißt, es springt gleich auf, wenn wir es öffnen. Okay, machen wir diesen Gummi hier mal weg. Und jetzt werfen wir es, glaube ich, nur noch in die Luft. Let's go. Ups. Und ja, das Zelt hat sich gerade entfaltet. Okay, und das ganze Zelt liegt jetzt noch ein bisschen falsch rum. Ich würde sagen, wir drehen es direkt mal um. So, und wow, ja, das ist riesig. Da dürften wir auf jeden Fall zu zweit reinpassen. Hier vorne ist der Eingang. Schauen wir direkt mal rein. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Ich war hier auch so lange nicht mehr drin. Okay, das hier aufmachen. Und hier geht auch noch ein Reißverschluss auf. So, hier hoch. Und jetzt könnten wir auch schon ins Zelt rein. Hast du Lust, Vogelmann? Ja, let's go. Komm rein. Okay. Okay, Vogelmann, komm rein. Das ist ja mega cool hier drin. Ja, ich weiß, es ist ziemlich gemütlich hier drin. Ich hab Hunger. Ja, stimmt. Ich habe eigentlich auch so langsam Hunger. Wollen wir dann direkt anfangen zu grillen? Okay. Okay, ich hole das ganze Zeug mal rein und wir stellen den Grill auf, oder? Ja. Let's go. Okay, Vogelmann, da bin ich wieder. So, hier ist das ganze Zeug drin. Machen wir zuerst mal die Luke hier zu. So, das Ding hier rüber und dann einfach nur noch Reißverschluss zumachen. Und zack, schon ist das Zelt zu. Und jetzt kannst du dir mal anschauen, was ich alles eingekauft habe. So, ich mache den Rucksack erstmal auf. Auf jeden Fall ist hier schon mal unser Grill, den wir mitgenommen haben. Den lege ich mal hier hin. Und dann habe ich noch solche Fleischspieße geholt. Magst du die? Sehen gut aus. Okay, nice. Und ich wusste, dass du Garnelen magst. Und deswegen habe ich auch noch Garnelen mitgebracht. Warte, die müssen ja auch noch irgendwo sein. Ja, hier sind sie. Okay, die lege ich auch mal hier drauf. Danke. Und ansonsten noch zwei Getränke. Ich hoffe, du magst sie auch. Und was ihr noch nicht mal wusstet, Freunde, ich habe nämlich noch zwei Walkie-Talkies mitgenommen. Ich würde sagen, wir nehmen die beide und dann können wir uns verständigen. Auch wenn wir mal weiter voneinander weg sind, oder? Ja.
Okay, nice. Hier ist deins. Danke. So, ich mach meins auch direkt mal in meine Hose. Okay, dann würde ich sagen, wir sind ausgerüstet und können direkt mal draußen grillen gehen. Hast du Bock? Ja klar, dafür einen Daumen nach oben. Ja, und abonniert mal kostenlos diesen Kanal für die Aktion. Let's go, wir gehen direkt mal raus. Okay, ich gehe schon mal raus, Vogelmann. Komm gleich nach. Ich würde sagen, wir machen es nicht hier auf dem normalen Waldboden, wir machen es hier auf dem Steinboden. Komm mal raus, Vogelmann. Ich komm ja schon. Gut, perfekt. Dann stellen wir den Grill direkt mal hier auf. Okay, die zwei Sachen mal zur Seite und den hier müssen wir so irgendwie öffnen. So, reißen wir den mal auf. Ja, er ist offen. Nur noch das hier weg und das ist der Grill. Und jetzt müssen wir das ja irgendwie anzünden. Und das Gute ist, ich habe auch ein Feuerzeug dabei. So, hier ist es. Funktioniert's? Ja, super. Okay, dann zünden wir den direkt mal an. So, ja, es funktioniert. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Es brennt auf jeden Fall schon mal. Das heißt, wir müssen jetzt noch abwarten, bis das Ganze ein bisschen angebrannt ist und können dann unser Zeug drauflegen. Okay, dann würde ich sagen, Zeitraffer-Action in 3, 2, 1, let's go. Okay, es sind jetzt 15 Minuten vergangen und es ist jetzt, glaube ich, 1.30 Uhr, ja. Also noch nicht Geisterstunde, es ist noch nicht ganz 3 Uhr nachts. Ah, ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal unser Grillfleisch hier drauf. Fangen wir mit den Garnelen an? Ja. Okay, let's go. Machen wir die erstmal auf. Boah, das riecht schon mega lecker. Riech mal. Das riecht gut. Ja, mega. Okay, hier die Spieße. Die legen wir jetzt einfach hier drauf, glaube ich. Ich habe noch nie mit so einem Einweggrill gegrillt. Ha, gut, ich glaube, so funktioniert es. Und die anderen zwei auch noch. Nummer 1 und Nummer 2. Und jetzt haben wir ja noch andere Grillspieße. Das sind die hier. Willst du die mal drauflegen? Ja. Okay, let's go. So, Nummer 1. Ja, das sieht lecker aus. Nummer 2 und Nummer 3. Und es gibt noch eins. Nummer 4. Perfekt, die lassen wir jetzt erstmal brutzeln, würde ich sagen. Okay, Vogelmann, ich glaube, es ist fertig, oder? Ja. Ja, hier ist so ein Spieß. Der sieht schön angebrannt aus. Okay, dann würde ich sagen, probiere ich den direkt mal. Nachher darfst du. Okay, ich beiß mal rein. Wow, schmeckt wirklich heiß. Aber wow, schmeckt exzellent. Freunde, lasst mal einen fetten Daumen nach oben da und abonniert mal kostenlos diesen Kanal. Willst du auch mal versuchen? Ja, bitte. Ja, hier, nimm. Das schmeckt ja mega gut. Schmeckt gut? Ja, mega. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, essen wir mal auf und wir sehen uns nachher hier beim Grill wieder. Bis gleich. Okay, Freunde, wir sind fertig mit dem Essen. Und jetzt haben wir noch etwas vor. Ja, genau, weil wir sind auf die Idee gekommen, aus dieser Glut hier noch ein Feuer zu machen. Und die Stöcke, die hier noch drin sind, reichen einfach nicht dafür. Und deshalb gehen wir jetzt Stöcke sammeln. Okay, Vogelmann, ich habe mir noch was überlegt. Wir machen da jetzt nämlich eine kleine Challenge draus. Wir machen nämlich die Wer sammelt schneller am meisten Holz Challenge. Klingt spannend. Okay, ich würde sagen, wir verständigen uns über die Walkie-Talkies und teilen uns jetzt direkt mal auf. Das heißt, du gehst nach da drüben und ich gehe nach da. Dann haben wir die gleichen Bedingungen. Machen wir so. Okay, gut. Dann bis gleich. Oh mein Gott, Freunde, direkt los. Hier muss doch irgendwo Holz liegen. Okay, gehen wir mal hier rüber. Hier liegen ja schon ein paar Äste. So, ja, den hier können wir auf jeden Fall schon mal nehmen. Der ist schön groß. So, legen wir den mal zu meiner Sammelstelle. Die ist hier. So, da hinten liegt auch noch ein bisschen was. Ah, die Baumstämme sind zu groß. Dann schauen wir nochmal auf der Waldseite hier. Okay, hier unten, da liegt auch noch ein Ast. Der hier. Okay, gut, den bringen wir auch direkt mal zur Sammelstelle. So, hier hin. Okay, wir haben schon zwei Äste. Oh mein Gott, wir haben auch gar nicht mehr lang Zeit. Funk mir aber mal Vogelmann an. Hallo Vogelmann, bist du da? Ich werde gewinnen. Ja, ich werde die Challenge früher schaffen wie du. In einer Minute wieder beim Zelt, okay? Okay. Wer bis dahin mehr schafft, let's go. Doktor denkt, er könnte gegen mich gewinnen. Dabei finde ich die ganze Zeit schon mega viele Stöcke. Aber was ist das da an dem Baum? Das sieht aus wie das Zeichen Vogelritual. Das ist nicht gut. Ich muss schnell zurück zum Zelt. Hier ist etwas Böses im Wald. Okay, das hier sind unsere gesammelten Äste. Gehen wir damit zurück zum Zelt. Let's go. So, hier sind wir. Aber Freunde, wo ist Vogelmann? Ich meine, wir wollten uns ja in einer Minute hier treffen und die ist jetzt um. Aber schaut mal, Freunde, hier ist er nicht und im Zelt ist er auch nicht. Nee. Okay, funken wir ihn direkt mal an. Hoffentlich geht's ihm gut. Vogelmann? Vogelmann, meld dich mal. Das ist überhaupt nicht witzig, Vogelmann. Meld dich. Die Dinger haben eine Reichweite von 10 Kilometern. Der kann nicht so weit weg sein. Aber was machen wir jetzt, Freunde? Lass uns erstmal kurz ins Zelt gehen. So, ich sitze drin. Hier ist ja das ganze Equipment. Ich weiß jetzt aber gar nicht, was wir machen sollen. Das war absolut nicht geplant, Mann. Vogelmann ist einfach verschwunden. Och, Mann, und er geht auch nicht an sein Funkgerät. Das gibt's doch nicht. Aber vielleicht verarscht er uns auch nur. Ich meine, wenn ich er wäre, hätte ich mich irgendwo versteckt oder so. Und dann hätte er mich natürlich gesucht und ich hätte ihn irgendwie erschrocken. Ja gut, dann gehen wir mal raus in den Wald und suchen ihn. Let's go. Okay, hier liegt auf jeden Fall noch die Grillverpackung von vorher. Vogelmann? Vogelmann, bist du hier irgendwo? Hier drüben vielleicht irgendwo? Nee, sieht aber auch nicht so aus. Och Mann, hier ist so dunkel. Und es ist doch fast 3 Uhr nachts. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Ich will aus dem Wald auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder raus. Geht niemals nachts im Wald zelten, Freunde. Vielleicht hier irgendwo? Vogelmann? 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 Bist du hier?
Vogelmann, mein Gott, da bist du ja. Vogelmann, geht's dir gut? Vogelmann. Ey, du hast mir Angst eingejagt. Komm, steh auf. Was willst du denn, Vogelmann? Ja, rede doch mit mir. Vogelmann? Boah, Vogelmann, du bist echt komisch gerade. Lass uns mal zurück zum Zelt gehen. Mein Gott, da rüber. Jetzt komm, du weißt doch, wo es ist. Okay, hier rüber. Da ist es auch schon. Komm, geh rein. Komm rein ins Zelt. Ja, los. Ey, was ist denn passiert? Rede doch mit mir. Hä, warum redet er nicht mit mir? Will er mich gerade verarschen oder so? Aber naja, gehen wir mal mit ihm rein. Vogelmann, geht's dir gut? Das ist ganz komisch gerade. Aber gut, kannst du mich überhaupt hören? Rede doch einfach mit mir. Gerät, wartet. Ich hol's raus. Hier, das tut irgendwie. Vogelmann, oder? Wer liegt denn mit mir im Zelt? Lass uns mal rausgehen, oh mein Gott. Vogelmann, ich bin gleich wieder da. Ich geh nur kurz raus, okay? Ich bin gleich wieder da. So, nichts wie raus hier. Und ein Stückchen weg von diesem Zelt. Oh mein Gott. Es war doch gerade Vogelmann, der da um Hilfe geschrien hat, oder? Ich funke ihn mal nochmal an. Vogelmann? Vogelmann, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Ich bin fast beim Auto. Hä, du liegst doch gerade mit mir im Zelt, oder? Nein, du musst da schnell weg. Oh mein Gott, Vogelmann, da liegt irgendein Doppelgänger von dir in meinem Zelt. Renn schnell zum Auto. Das bin nicht ich. Okay, wir treffen uns da. Schau nochmal kurz im Zelt nach und hol alles Nötige, okay? Okay. Okay, bis gleich. Okay, Freunde, wir schauen jetzt noch mal ganz kurz ins Zelt. Da liegt nämlich noch unser Rucksack und den brauchen wir. Den müssen wir zurück mit ins Auto nehmen und dann treffen wir uns dort mit Vogelmann. Okay, schauen wir mal noch mal rein. Okay, wieder zurück zum Zelt. Vogelmann, ich bin... Vogelmann? Mein Gott, der ist weg, dieser Typ. Wie kann das sein, Freunde? Der war doch gerade noch da, oder? Und ich meine, es war nicht Vogelmann. Wer war das aber dann? Irgendjemand, der die Gestalt von ihm annehmen konnte, ist mega gruselig. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich von hier weg. Das Zelt lassen wir aber hier. Das wäre jetzt zu viel Aufwand, das abzubauen. Ich nehme nur meinen Rucksack wieder mit. Okay, dann Rucksack auf und nichts wie weg von hier. Let's go. Okay, Freunde, nichts wie weg hier. Wo müssen wir lang? Oh mein Gott, da ist schon der Ausgang. Da haben wir auch irgendwo geparkt. Ja, hier. Oh mein Gott, Vogelmann, du wartest schon. Oh mein Gott, Vogelmann, da bist du. Hallo. Ey, ich hab dich vermisst. Da war so ein Creep neben mir im Zelt. Der sah irgendwie genauso aus wie du. Und mein Funk hat nicht funktioniert. Mein Funkgerät hat auch nicht funktioniert. Also ich habe dich zumindest nicht gehört. Da war ein Vogelritualzeichen. Ja, ich weiß auch nicht, aber wer war das da im Wald? Wer war das? Er sah genauso aus wie du. Ich weiß es nicht, Doktor. Na gut, dann gehen wir zuerst mal ins Auto, würde ich sagen, oder? Ja, let's go. So, hier rein. Mein Gott, endlich haben wir es hier rausgeschafft aus diesem Wald. So, ich bin drin. Okay, gut, Vogelmann. Endlich wieder raus aus diesem Wald. Ja, zumindest haben wir das geschafft. Jack. Ja, schade, dass wir die Challenge jetzt noch nicht geschafft haben. Aber wir haben auf jeden Fall nachts im Wald gezeltet. Und weißt du, was auch noch cool ist? Sag's mir. Ich habe nämlich noch einen Kuchen gekauft. Den habe ich extra im Auto gelassen, falls wir morgen wiederkommen. Wie lecker. Genau, ich würde sagen, den essen wir direkt mal zusammen, oder? Hast du Lust? Okay, let's go. Okay, ich mache ihn mal auf. Wow, der sieht mega lecker aus, gell, Vogelmann? Ja, mega. Hier, probier mal. Und wie... Oh mein Gott! Why can't we face it?